Dass das Endergebnis größer ist als die Summe aller Teile, ist ja ein durchaus bekanntes Sprichwort. Ich aber behaupte, dass das im besonderen Maße für Klemmbausteine gilt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio. Diesmal mit einem Video, das im Zeichen der Zahl 3 steht. Und zwar ist es Teil 3 der Mega-Pokémon-Welt. Da hatte ich euch ja hier schon die beiden Sets hier vorgestellt. Einmal die Dschungelreise und einmal die Dschungelruinen. Und da gibt es noch drei weitere von und die werde ich euch heute hier vorstellen. Das ist einmal hier die HDL. Das sind alles drei HDL-Sets, also habt die lieb -Sets. HDL 76 mit Pokémon, äh, mit Pokémon, mit Pikachu. Und zwar heißt das Ganze hier Pikachus Strandtag mit 79 Teilen. Dann haben wir hier Bisasams Waldabenteuer. Das ist die HDL 77 und dann haben wir noch die HDL80. Das ist das Pokémon Picnic. Und hier haben wir jeweils zwei, äh, beziehungsweise jeweils, hier haben wir zwei Pokémon drinne. Und hier haben wir Bisasam und Pikachu jeweils. Preislich 11,99 Euro, die beiden jeweils, und 20,99 Euro Listenpreis. Müsste mal ein bisschen gucken. Bei Amazon sind hier die Preise momentan ein bisschen wir. Die sind weit über den empfohlenen VK-Preisen. Wahrscheinlich einfach, weil die. Momentan ganz gut nachgefragt werden. Das ist ja mal sehr dynamisch da. Der hier ist ungefähr zum UVP-Preis. Aber wenn ihr im Netz ein bisschen findet, sucht, findet es auch äh, durchaus günstiger. Aber erstmal wollen wir jetzt natürlich herausfinden, lohnt es sich denn, die überhaupt zu kaufen? Vielleicht auch zusammen mit denen hier. Hier hatte ich ja jeweils ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Oder wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Weil diese Serie ist schon cool. Weil die ganzen Sets hier, die kann man miteinander verbinden und eine große. Äh, Spiellandschaft quasi bauen. Ich zeige euch das mal noch mal hier hinten auf der Verpackung von dem von der Dschungelreise. Und da sieht man das nämlich hier schön, dass man die kleinen Sets alle an das große Set anbauen kann und dadurch eine große Spiellandschaft erstellen kann. Und das ist das Besondere hier an diesem Set. Ja, es ist eigentlich ein Pokémon-Franchise-Set, gar keine Frage. Und da sind halt auch die ganzen wir mal populären äh, Pokémon hier mit dabei. Schön zum Bauen. Die sind auch cool. Die haben auch Spaß gemacht, sehen auch total niedlich aus. Aber man kann die einfach aus der Landschaft rausnehmen und hat dann eine Leinwand für kindliche Fantasie. Weil das ist eine Dschungelruine, da ist ein Wasserfall, da ist ein Dschungel, da ist hier eine Badelagune. Da kann man alles Mögliche spielen. Da kann man mit irgendwelchen Mädelsfiguren drinnen spielen, dass die da im Urlaub sind. Man kann mit irgendwelchen Halo-Figuren vielleicht spielen, dass das hier der Planet Halo ist. Beziehungsweise Planete, also dieser Ring ist, auf dem das Ganze stattfindet. Man kann da aber auch mit allen möglichen anderen Figuren wilde Abenteuer erleben, ob man jetzt Indiana Jones hier auf Dschungelreise gehen lässt oder was auch immer. Also, das ist wirklich einfach eine tolle Spielkulisse für alles Mögliche. Und ich finde halt toll, dass man das erweitern kann. Man hat dann halt hier die Ruinen, wo man dann durch sich kämpfen kann, gegebenenfalls durch den Dschungel, wilde Expedition. Dann haben wir hier ähm, ja, Schwere See quasi. Ne? Das kommt dann hier in diesem Bereich dran. Ne? Oh, oder hier, hier glaube ich, kommt es dran. Dann haben wir hier den umfallenden Baumstamm mit dem Fluss. Da kann man dann auch hier das verlängern. Finde ich sehr, sehr cool. Ich zeige euch das hinterher auch immer alles, wenn man es zusammengebaut hat. Und dadurch entsteht halt eine viel größere Spiellandschaft. Und das ist ja eigentlich die Stärke von solchen Sachen, dass man das hier modular dann hinterher zusammenfügen kann und so zusammenbauen kann. Wie es einem gefällt, um da halt ähm, mehr aus der ganzen Sache rausholen, als die einzelnen Teile eigentlich an Spielspaß bringen würden. Ja, ähm, genug hier jetzt gerade äh, erzählt und philosophiert. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier an mit den einzelnen Sets und ähm, ja, gehen wir einfach der Nummer nach durch, würde ich sagen. Also fangen wir hier an mit Pikachu, zumal ich mich auch hier auf die Steine freue, weil ihr seht das jetzt schon. Das sind so Trans-Blue-Teile und die haben so Einschlüsse drin. Und das mag ich ja besonders bei den Megasteinen. Weil das so ein, so ein bisschen, bisschen andere Optik gibt, als man sie normalerweise so kennt. Und es ist ein Spielfeature dabei, das Wasser kann nämlich spritzen. Ja, ihr seht es hier, ich bin mal gespannt, wie das Ganze klappt. Ist dann auch eine ganz schöne Ergänzung hierzu, weil hier war auch ein Spielfeature, wo es auch spritzen konnte. Und das wird dann hierbei auch gehen. Ja, machen wir mal auf und gucken mal, was wir da drin finden. Dafür holen wir hier wieder mein Taschenmesser raus. Machen das Ganze vorsichtig auf. Ja, und ihr seht hier auch, man kann auch die kleinen direkt miteinander verbinden. Man braucht nicht mal unbedingt die große zu kaufen. Das finde ich auch ganz gut. So, da haben wir hier einmal die Tüte, wo man Pikachu mitbauen kann. Und dann hier den Landschaftsteil plus die Bauanleitung und den Karton. Den stellen wir jetzt erstmal hier an eine Seite und wechseln die Kameraperspektive und schauen uns das Ganze hier aus der Nähe an. Ja, hier liegt die überschaubare Menge von 79 Teilen auf meinen Tellerchen. Und dann hier die Bauanleitung. Einmal die Rückseite. Und da sieht man halt, wie groß und bunt hier diese Landschaft hinterher sein kann, die man sich da zusammenstellen kann. Und hier ist auch nochmal ganz schön, hinten drauf sieht man halt, dass man die auch unterschiedlich zusammenstecken kann. Das heißt, man kann das auch an die anderen Teile ranstecken, ohne dass man unbedingt das große Set kaufen muss, was ja doch auch noch mal ein bisschen hochpreisiger ist. Das heißt, man kann sich auch für die kleineren. Lösungen hier entscheiden. Die passen auch einander, um das Ganze halt ein bisschen größer zu machen. Das liegt dann hier im, im Auge desjenigen, der das gerne machen möchte. Und halt auch für die Kinder das ist es interessant, weil sie dadurch immer wieder andere Landschaften bauen können. Es ist im Endeffekt so, dass man hier Landschaftsbauelemente hat, mit der man dann immer wieder wechseln und neue Spiellandschaften bauen kann. So, schauen wir uns die Bauanleitung mal an. Das ist mit Klebstoff gebunden. Insgesamt 22 Seiten lang, hier hinten ist die Teileliste und dann hier das fertige Set. Insgesamt haben wir 29 Bauschritte und die Bauanleitung von Megaconstructs, die ist ja ein bisschen eigen. Da ist das hier mit, immer mit so einer Farbkodierung, dass man weiß, genau weiß, was wohin muss. Finde ich prinzipiell gut. Wenn man sich erstmal einmal eingefuchst hat in diese Bauanleitung, geht das wirklich sehr, sehr gut damit. Es braucht ein bisschen Gewöhnungszeit, wenn man das erste Mal mega baut, aber dann hat man das hinterher wirklich sehr gut hinter drauf. Auch schön ist, es gibt hier bei Mega ja bekanntermaßen keine Aufkleber. Das heißt, es sind alles Drucke, was gerade hier bei dem Pokémon natürlich super ist. Hier das Pikachu-Gesicht, das sieht ja wohl mal echt zuckersüß aus. Ja, hier haben wir unseren kleinen Blitzer. Fertig, unseren kleinen Pikachu. Und der ist echt einfach nur Zucker. Der ist super gemacht, super getroffen. Die Bautechnik ist wieder die gleiche, wie wir sie auch schon bei Glumanda oder auch bei anderen hier hatten. Aber äh, Pikachu ist halt so einfach süß. Also deswegen ist er auch mit einer meiner Lieblings-Pokémon. Ich weiß, es ist super Mainstream. Bla, bla, bla. Ja, kann ich mir durchaus gefallen lassen, die Vorwürfe. Aber ich finde ihn einfach zuckersüß. Ja, und... Äh, Detektiv Pikachu ist auch ein geiler Film. Von daher, ja, ich mag ihn gerne. Jetzt bauen wir hier unsere, unseren äh, Strandabschnitt und haben wir hier im ersten Moment denkt man, oh, uh, guck mal, hier haben sie aber ganz schön heftige Farbabweichungen. Blau. Nee, das ist gewollt. Man sieht es auch in der Bauanleitung. Das sind einfach zwei verschiedene Blautöne. Und das ist halt hier der Vorteil bei Megakonstrux. Die haben ja kein so festes Farbschema, wie das andere Hersteller haben, sondern die machen die Farben für die Steine so, wie sie es gerade brauchen. Und dadurch haben die eine Farbpalette, das ist jenseits von gut und böse. Das kommt uns natürlich jetzt hier zugute, weil dadurch sieht das ganze Wasser hinterher ein bisschen unhomogener aus. Und dazu kommen dann noch halt diese tollen Steine hier mit diesen Einschlüssen drin, die so marmoriert aussehen. Auch die sehen natürlich aus, als wenn hier die Gischt bei den Wellen dann halt. Ja, also es gibt ein bewegteres Bild. Ich finde das super. Manche sagen, nee, das mag ich gar nicht, das sieht nicht gut aus. Ich finde es super. Ist halt Ansichtssache. HDL 76 haben wir hier mit fertig. War natürlich relativ fix gebaut. Ist eine überschaubare Teileanzahl. Süßer kleiner Pikachu. Schöne Wellen. Ich mag diese Teile einfach. Ne? Da kannst du wirklich schon richtig was machen. Und jetzt gucken wir mal, wie das Spielfeature funktioniert. Das ist hier so eine Art kleine Wippe und da sind hier die Trans Blue ähm, round, round Plates, <laughs> einer Round Plates drauf. Und wenn ich da jetzt so drauf drücke, hier haben wir übrigens einen kleinen Eimer mit Sand drin. Der jetzt so drauf drücke, dann piech, kommt die Gischt dann so aus den Wellen rausgeschossen. Ist natürlich jetzt eher naja, Spielfeature halt. Ich sag, zwei, dreimal das Ganze durchgespielt und die haben sich dann irgendwo schön im Kinderteppich einmassiert oder irgendwo ihre dauerhafte Bleibe unterm Kinderbett gefunden. Aber egal, bis dahin machen sie erstmal ein bisschen Spaß. Als nächstes kommen wir jetzt zum HDL 77 hier. Sams Forest Run. <laughs> also das ist ja auch das Geile. Der heißt ja äh, durchaus unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Land er ist. Also, er ist ja Bulbasaurus, Bulbisare, Bisasam. Also, der hat hier ein paar mehr Namen. Ja, hier Deutsch, Bisasams Waldabenteuer. Das Schöne bei dem Set ist hier, das sieht man auf den ersten Blick: wir haben drei verschiedene Grüntöne. Eigentlich sogar ja, fast vier. Und das gibt natürlich einen schönen natürlichen Look. Und das kann man dann hier schön hier an, dem, an diesem hier anbauen, um den Flusslauf zu verlängern. So, würde ich würde sagen, zuerst bauen wir mal wieder unseren Pokémon. Damit ist auch hier das HDL77 fertig. Da haben wir einmal hier unseren Visasan. Der ist auch sehr cool gebaut. Schöne, viele bedruckte Teile dabei, oben seine Knospe drauf. Alles gebaut. Also dem finde ich auch richtig, richtig gelungen. Und hier haben wir dann seinen Landschaftsabschnitt. Und da ist das Spielfeature, dass man hier den Baum umschubsen kann. Und damit dann über den Bach kommt. Er kann dann hier bups, dagegen rennen und dann, blub, 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 da drüber. Ist also meiner Meinung nach ein sehr cooles Spielfeature, wenn man jetzt hier irgendeine eine Spielidee umsetzen möchte. Irgendwie eine Story sich selber da erspielen will. Ja Und wie schon gesagt, man kann das Ganze dann hier drüber an die verschiedenen Sachen anschließen. Geplant ist, wenn man das große ist, es hier dran zu machen. Das heißt, dann verengt sich da der Flusslauf. Aber man kann es halt auch hier direkt an den hier anschließen. Oder man kann es auch hier, wenn wir es jetzt hier sehen, hier zum Beispiel dran anschließen. Oder man wird es wahrscheinlich auch hier irgendwie dran anschließen können. Also das kann man dann hinterher im Endeffekt zusammenbauen, wie man lustig ist. Aber ich finde, das ist eine schöne Ergänzung dazu. Probieren wir dann gleich aus. Jetzt kommen wir hier zum Pokémon-Picknick. Das letzte unserer Sets hier. Das ist das HDL80. Und da haben wir drinnen den Evoli, eins von den Start-Pokémon. Und dann hier den Lucario. Der sagt mir persönlich gar nichts, den habe ich, glaube ich, noch nie gefangen. Ähm, könnt ihr ja mal unten reinschreiben, was es mit dem auf sich hat. Cool ist, dass die hier mit so, so weichen Teilen gebaut werden. Hier zum Beispiel vom Lucario die Ohren, das sind so weiche Gummiteile. Das ist cool. Und hier der Pelzkragen vom Evoli. Das ist wirklich schön gemacht. Und Jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier aus den Teilen unsere beiden Pokémon bauen So, Lucario und Evoli haben wir auch fertig. Die sind auch schön umgesetzt. Hier hätte ich mir allerdings irgendwie gewünscht, dass da noch eine Fliese oder sowas drauf ist hinten. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Ansonsten finde ich die wirklich beide schön umgesetzt. Hier ist sogar so liebevoll, dass in den. Ähm, dieses, dieses gelbe um den Hals rum, extra ein Gummibeilicht, was man da drauf macht, um diese Farbe dann halt da wieder einzufangen. Oder auch hier auf der Hinterseite der Beine ist jeweils ein gelber Fleck. Also da haben sie wirklich viel Wert auf Details gelegt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich, ich kenne ihn selber nicht. Ja, ihn dafür umso besser. Und die ganzen Evolutionsstufen, die es von ihm so gibt. Und damit haben wir das Pokémon Picknick auch fertig. Hier haben wir so einen Picknickverkaufswagen, hier ein kleines Werbeschild, alles wieder Drucke, hier eine Picknickbank, wo man sich draufsetzen kann. Das war es im Großen und Ganzen ein bisschen Grünzeug. Meiner Meinung nach das schwächste Set hier aus der Serie. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch wieder modular. Es hat zwei Anschlussstellen, wo man es dann andere Sets anbringen kann. Und wenn man jetzt sagt, äh, ja, prinzipiell, will ich hier eigentlich gar nicht so dieses Picknick-Thema haben. Dann nimmt man hier die Bank noch weg und das hier weg, macht noch ein bisschen Grünzeug wieder dabei von irgendwelchen anderen Sets, die man noch hat, und packt das da dran, und man hat eine schöne Dschungelerweiterung. Das ist ja das Schöne an Klemmbausteinsets, die sind ja nicht irgendwie in, in Steinen gemeißelt. Das, da kann man ja immer wieder was anderes rausmachen. Man ist halt flexibel, das heißt man kann das so bauen, wie es einem die eigene Fantasie gerade abverlangt. Und kann das dann dementsprechend so anpassen, dass es zu den Abenteuern, die man dann erleben will, passt. Und da ist das hier halt auch wieder schön. Zwingend erforderlich ist das Set natürlich für jemanden, der ein Evoli haben will. Oder hier den Lucario. Aber so an sich ist es einfach eine schöne Erweiterung, die hier zu den anderen Sets dann passt, um halt eine richtig schön große Landschaft damit dann zu bauen. Und da werde ich jetzt mal zu übergehen. Ich werde die jetzt mal alle aneinander bauen, dass ich euch zeigen kann, wie groß diese Spiellandschaft dann hinterher wird. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn es zusammengebaut ist. Und ihr seht selber, das ist eine ganz schön große Spiellandschaft. Ich zoome mal so ein bisschen raus. 2150 Teile insgesamt. Und das Ganze ist halt dann auch noch mal wieder variabel. Man kann es halt hier verschieden klappen. Man kann die Teile unterschiedlich dran bauen. Das heißt, man kann da immer wieder andere Landschaften rausbauen. Ja. Aber es passt natürlich jetzt hier sehr gut. hier. Man kommt hier rein, geht hier in den Dschungel rein. Man könnte hier dieses hier auch hier noch mit dran bauen. Ja, hier ist ein Zugang, dass man von hier über den Picknickplatz hier reinkommt. Man kann das so machen, dass man hinterher, wenn man es durch den Dschungel durchgeschafft hat, hier eine Stärkung kriegt. Man ist in der Zivilisation wieder. Man kann das Ganze ein bisschen umbauen. Hier zum Beispiel das Haus. Passt ja in so einen Dschungel jetzt nicht hundertprozentig rein. Wenn man so ein bisschen mehr uriges Abenteuer spielen will, kann man das wegmachen. Wir haben hier mehrere Spielfeature. Hier bei dem Set, wie ich schon gesagt, das ist bis auf das der Schirm wackelt und man das Ding hier schieben kann. Hat das jetzt nicht viele Spielfeature, aber alle anderen haben eigentlich schöne Spielfeature mit dabei. Ja, man kann hier den Fluss überqueren. Man kann das natürlich hier auch noch dran bauen. Also man hat hier jede Menge Möglichkeiten und kann es natürlich auch noch mit eigenen Steinen erweitern um halt die ganze Sache noch größer zu machen. Ist ja hundertprozentig kompatibel mit allen anderen Klemmbauscheinherstellern auch. Und damit hat man hier wirklich einen, ein tolles Spielsystem, wo man eine Menge Freude mitmachen kann. Man kann halt jetzt hier zu Weihnachten und zu Nikolaus und wo auch immer für, kann man die Sachen hier nach und nach schenken. Zum einen halt wirklich für die Pokémon-Fans hier, weil wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elf verschiedene Pokémon-Figuren hier in dieser ganzen Serie drin. Das heißt, wir haben hier schon durchaus eine schöne Ansammlung und dann kann man halt wieder hier mit Pokémon spielen oder auch jede andere Möglichkeit, die einem so in den Kopf kommt. Und das ist halt, finde ich, eigentlich das, wofür Klemmbausteine stehen sollten. Die sollten die kindliche Fantasie anregen, die sollten dazu animieren, Sachen zu ändern, umzubauen, umzustecken und das ist hier natürlich gegeben. Klar passt das natürlich jetzt ideal zusammen, so wie es hier zusammengesteckt hat. Man sieht hier, also selbst die Schrägen und sowas, die sind passend aufeinander abgestimmt. Aber man kann halt auch wirklich hier sein eigenes Ding machen. Und das finde ich einfach super, super gut. So kann man es hier auch machen. Man kann das Ganze hier so rumklappen. Man kann es ganz rumklappen. Man kann das dann hier rumklappen. Zack, dann passt es hier auch wieder. Ja, also, das ist wirklich cool durchgeplant. Das heißt, die haben das wirklich so gemacht, dass man das auch wieder passend zueinander hier hat dann. Also, wer auch immer das Ganze hier entwickelt hat, der hat das so gemacht, dass das hinterher hier wie aus einem Guss ist, das Ganze. Und das finde ich cool. Also da. Äh bin ich wirklich angetan von. Ich hoffe, dass es da vielleicht noch weitere Erweiterungssets zu gibt zu diesem Thema. Oder halt, dass es ähnliche Sets geben wird, die dieses Prinzip wieder aufgreifen. Ja, Finde ich cool, dass das hier auch wieder so zueinander passt. Also das im Endeffekt sieht das jetzt aus wie ein großes Set, was man so am Stück gekauft hätte. Um dann hier eine ganze Pokémon-Welt zu bauen. Ja, schreibt mir mal unten in die Kommentare rein. Was haltet ihr denn hier davon? Wie findet ihr das Grundprinzip? Wie findet ihr die Sets an sich? Wäre das was für euch? Auch als Nicht-Pokémon-Sets? Wäre das was für eure Kinder? Hätten die da Spaß dran? Wie findet ihr die Idee an sich hier, so mit dieser Dschungelwelt? Was würdet ihr drinne spielen? Für welche, für welche Szenarien würde das bei euch herhalten müssen? Oder sagt ihr, nee, einfach geiler äh, Teile, Fundus, aus dem ich mir dann eine andere Welt irgendwie bauen kann. Weil es ist ja alles so ein bisschen im Naturbereich gehalten. Das ist ja das Schöne dabei. Das einzige, was hier so ein bisschen rausfällt, sind halt die Zäune, das Häuschen und hier die Picknickgeschichten. Ansonsten ist das ja alles so wildnismäßig auch von der Farbgebung her. Eure Gedanken, eure Ideen unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten war's das jetzt hier mit unserer Pokémon-Welt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, mir hier in den Dschungel zu folgen und <laughs> drei Videos hier eine Dschungelexpedition zu führen. Achso, wollte ich eben noch darauf hingewiesen haben, alle Sets, die hier jetzt stehen, die habe ich vom Mega Konstrukt von Mega, die heißt ja also nur noch Mega, zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben mich halt gefragt, wolltest du da ein Video zu machen zu dem Ganzen? Und wie gesagt, natürlich möchte ich gerne, ich bin ja, ja, Fanboy ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin großer Fan von den Mega Sachen, ob no Pokémon, ob no Halo was auch immer für, für Serien, die da haben, Hot Wheels und wie auch immer, die haben ja ein paar schöne wirkliche Franchises dabei. Ich baue die eigentlich alle gerne. Und von daher habe ich mich natürlich gefreut, dass ich auch dieses hier bauen konnte. Ja, und damit ihr auch einen Grund zur Freude habt, <laughs> werden wir noch ein bisschen was verlosen. Und zwar habe ich von den kleinen drei Sets und der Dschungelruine jeweils ein Set extra bekommen. Und die verlose ich. So ein schönes Vierer-Pack. Das heißt, alles außer die ganz große, die wäre da nicht bei, aber die anderen vier sind dabei. Und wer mag, der kann das dann unten in die Kommentare reinschreiben: Hashtag Pokémon World. Und dann wird das dann hinterher verlost. Und dann schicke ich das noch passend raus. Dann habt ihr vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch selber oder eure Kinder oder einen Pokémon-Fan in eurem Bekanntenkreis. Ja, das war es hier von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr. Nehmt rege teil hier an dem Gewinnspiel und habt eine schöne Zeit mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Tschüss.